ist jetzt morgen um 3 Uhr. Ich mache mich bereit für die Kaiserroute. Es sind je nachdem 30, 35 km und etwa 3.500 Höhenmeter. 7 Kurfürsten, ich werde sie hier aufzählen. Zählen, wenn ich hier oben bin. Und ja, wenn ich arbeite an einem Tag, dann komme ich ins Finisterglas. Warum? Wünschen wir Glück. Der Anfang ist recht unspektakulär und man geht durch den Wald und es ist dunkel und man probiert einfach mal über die Baumgrenze zu kommen. Aber dann hier oben ist dann der Sonnenaufgang genial. Der erste Gipfel erreicht. Die Raum nach knapp 1,5 Stunden. Dann dürfen wir weite Strecke wieder alles retour gehen und traversiert dann über den Forstweg weiter über, bevor es dann wieder ähnlich mühsam darauf geht. Knapp 3 Stunden unterwegs, Gipfel Nummer 2, Frümsel Check. Woo! Es sollte eigentlich immer wieder Shortcuts haben, um übertraversieren. Ich habe die leider nie gefunden und bin da recht wild übergelaufen, um da ein paar Minuten zu sparen. 4,5 Stunden, dritte Gipfel erreicht. Brise. Anstrengend. Das war der einzige Teil mit einem Alpinwanderweg, wo man kraxeln musste. Jetzt nichts extrem Krasses, aber man musste doch seine Hände ein bisschen benutzen. Gipfel Nummer 4. Zustall erreicht. Das ist die einzige weiss-blau-weiss. Wanderung. Um ein bisschen Kraft zu sparen, habe ich immer wieder so 15 Minuten bis eine halbe Stunde vorher den Rucksack abgezogen und bin dann so ganz drauf gegangen. Gipfel Nummer 5. Schiebestuhl. 8 Stunden. Und hinten sehen wir eigentlich schon mehr oder weniger das Ziel. Der Hinterrück. Nebendran ist schon der Käserrück. Das fucking Finisher. Glas gibt und ein Bier. Da noch ein kleiner Tipp, bevor es dann zu der Abzweigung Richtung Hinterrück geht, hat es noch ein Häuschen mit einem Kühlschrank, wo es Trinken und Essen drin hat, für dann den letzten grossen Aufstieg. Gipfel Nummer 6. Hinterrück ist zwar Masten, aber scheiß drauf. 2,5 Stunden. Jetzt noch oben zum Käserrück. Ja, zum Käserrück ist nur noch so ein Kilometer leicht durchab, wo eigentlich nur noch geschenkt ist, um man ins Restaurant gehen kann. Und 7. Kurve ist auch noch geschafft. Käserrück in 10 Stunden 40. 32 km. Jetzt gibt es ein Finisherglas. Jetzt holen wir uns aber. Ich kann nicht mehr schnurren. Wir holen das uns. Hallo! Hast du ja, eine Freehunter-Challenge gemacht? Ja. Da sind Sie schon lange unterwegs. Ja, dann kommen Sie ins Finisher über. Was hätten Sie gerne drinnen zum Trinken? Ein alkoholfreies Bier, wenn es ja, geht. Mach ich noch nie härter für ein Glas geschafft. Ja, das Bier gönnen wir jetzt. Prost! So geil!